Wir haben immer gespart und das Ersparte immer in Reisen und Erlebnisse investiert. Wir haben kein Haus, sondern wir haben Reisen und Erlebnisse. Dort ist unser Geld angelegt. Und wie man weiß, wenn man in Erlebnisse investiert, diese werden immer wertvoller und immer positiver. Wenn ich in ein Auto oder ein Haus investiere, das verliert immer an Wert. Wir haben gearbeitet, gespart und sind gereist. Und daraus hat sich dann diese Idee entwickelt. Und 2009 sind wir dann auf unsere längste Reise gegangen. Da waren wir 18 Monate unterwegs. Und danach haben wir beschlossen, okay, wir probieren es jetzt mit fast 50. Wenn wir es nicht jetzt machen, wann dann? Entscheiden wir uns, das zu machen, was eigentlich unsere Liebe, unsere Leidenschaft ist. Und das ist Reisen, Fotografieren und Musizieren. Und versuchen, das zu unserem Beruf zu machen. Und das machen wir seit 5 Jahren.